Leute, heute will ich hier mal das Set 76959 Triceratops Forschung vorstellen und ich habe mir jetzt nochmal die Daten zu dem Set angeschaut, also es besteht aus 281 Teilen, ist ja schon mal okay, aber jetzt Achtung, jetzt kommt der Hammer, das Set kostet, also normalerweise die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 52,99 für 281 Teile. Das Set gibt es zwar im freien Verkauf, aber selbst da kostet es halt immer noch 40 Euro. Und so auf den ersten Blick sehe ich hier keine 40 Euro. Also es ist ja total überteuert, das Set. Ich habe das schon vor einer Weile bestellt. Ich wusste da gar nicht mehr, wie viel ich gezahlt habe, aber ich glaube auch so um die 40 Euro. Aber das ist schon, das ist doch der Hammer. Also das Set an sich ist auf den ersten Blick cool. Das Fahrzeug hier ist super, der Triceratops ist cool und auch die Minifiguren sind super. Aber 52,99 und im Angebot 40 Euro, das ist viel zu teuer. Also ich glaube, so cool kann das Set gar nicht sein, dass das irgendwie den Preis rechtfertigt. Da könnt ihr mir sehr gerne mal auch mal eure Meinung schreiben. Ja, hier hinten sieht man mal die ganzen Details. Also wie gesagt, man bekommt halt ein Fahrzeug, den Triceratops, zwei Minifiguren und noch einen großen Haufen Und das war's dann. Also wie gesagt, der Preis, der ist schon sportlich. Schauen wir hier mal rein, was uns hier drin alles erwartet. Aber wie gesagt, 281 Teile, da wird man nicht allzu viel rausbekommen. Ja, ich sehe hier schon wieder die Papiertüte. Da ist dann wieder der Dino drin. Ich habe ja schon die anderen Sets aus der Welle vorgestellt. Ich glaube, bei dem Brachiosaurus-Set war das auch so, dass der Dino hier in so einer Papiertüte war. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Hier ist mal der Kopf und hier dann der Körper samt Füße. Das lasse ich jetzt mal kurz drinne. Und ja, drei Tüten. Ich dachte schon zwei Tüten, aber die dritte hätten sie sich auch sparen können. Hätten sie hier irgendwie noch mit reingemischt. Also ja, drei Tüten. Aufkleber sind mit dabei. Ja, okay, das ist aber okay, weil damit kann man eben das Fahrzeug noch verschönern. Wobei, für 52,99 hätten sie es auch bedrucken können. Ja, und dann hat man hier noch die Anleitung. Schauen wir da mal kurz rein. Also, der Preis ist echt der Hammer. Naja, und hier haben wir die anderen Sets. Also, das habe ich ja schon vorgestellt. Und hier drüben habe ich jetzt auch alle vorgestellt, bis auf das 4 Plus Set. Ich glaube, das werde ich doch auslassen. Aber die anderen habe ich ja schon vorgestellt. So, jetzt baue ich das Set mal kurz auf. Wird wohl nicht allzu lange dauern. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, die 63-seitige Anleitung habe ich jetzt durch und dafür habe ich genau 25 Minuten gebraucht. Leider war halt der Bauspaß recht schnell vorbei, aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, das Set aufzubauen. Und ich finde, abgesehen jetzt mal vom Preis, ist es auch ein wirklich gelungenes Set. Also das Fahrzeug sieht cool aus, auch der Dino ist recht gelungen. Zwei Minifiguren sind ja noch mit dabei und so ein großer Haufen, ja, in der Mitte, den der Dino dann gelegt hat. Also alles in allem ist es wirklich ein gelungenes Set und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Bei den Minifiguren haben wir einmal Ellie Sattler und Ian Malcolm. Beide Figuren waren ja dann auch in der Szene mit dabei. Ellie Sattler hat ja dann in dem großen Haufen rumgewühlt und Ian Malcolm, der hat ja dann auch den berühmten Satz gesagt, das ist ja mal ein Riesenhaufen und so weiter. Er hat jetzt hier auch eine Schaufel mit dabei. Wenn wir nochmal kurz den Preis in Betracht ziehen, hätte ich mir vielleicht exklusive Figuren gewünscht. Also Ian Malcolm ist ja exklusiv, das finde ich schon mal eine gute Sache. Aber bei Ellie Sattler hätte ich vielleicht noch eine Armbedruckung gut gefunden, wo man dann die Handschuhe gesehen hätte, die sie dann angehabt hätte oder angehabt hat, als sie in dem Haufen rumgewühlt hat. Ich habe Ian Malcolm mal kurz die Schaufel abgenommen, dann sieht man die Bedruckung ein bisschen genauer. Also beide Figuren haben wirklich tolle Bedruckungen bekommen. Bei Ellie Sattler sieht man hier auch schon ein paar Verschmutzungen auf dem Oberteil. Und ja, Ian Malcolm hat einfach sein cooles Hemd an, ein bisschen aufgeknüpft und dann noch ein Gürtel. Ich zeige euch die Figuren natürlich mal von allen Seiten. Dann sieht man mal die Haarteile und die Rückenbedruckungen. Ja, von hinten ist jetzt nicht so viel zu erkennen. Aber ich werde jetzt mal kurz die Haarteile abnehmen. Dann können wir uns mal die Gesichter anschauen. Weil beide Figuren haben auch Wendeköpfe, also einmal die Gesichter hier vorne und die zweiten dann hier hinten. Den Triceratops finde ich klasse, der hat eine richtig schöne Farbkombination mit verschiedenen Brauntönen. Also hier oben so ein dunkleres Braun, genauso wie bei den Beinen und beim Kopf. Und untenrum dann mehr so ein Hellbraun, so ein Karamellbraun vielleicht. Auch die Hörner sind dann hier aus Braun, die sind auch ein bisschen aus Gummi, also da bricht nicht so leicht was ab. Ja, wie gesagt, die Bedruckung ist auch ziemlich cool hier. Das gelbe Auge, dann überall so ein paar Details. Auch hier auf dem Rücken noch. Also den finde ich wirklich klasse. Den, oder man hat ja schon den ein oder anderen Triceratops von Lego bekommen. Und dieses Modell ist jetzt auch gleich geblieben. Da hat sich nichts verändert. Von den Bewegungsmöglichkeiten können wir vorne einmal den Kopf bewegen. Also den kann man nach unten bringen. Und nach oben. Und ein bisschen zu den Seiten drehen.
Das ist also wie gehabt. Und auch die Beine hier, die kann man ein bisschen verstellen. Man sieht hier auch, die sind verschieden hoch, damit er immer gerade steht. Sieht euch auch ganz gut aus. Und die Beine kann man halt getrennt voneinander vor und zurück bewegen. Also den Dino, den finde ich wirklich klasse. Auch das, was der Dino gemacht hat, finde ich eigentlich ganz cool. Hier den großen Haufen. Und ich habe mich damals schon im Film gefragt, der Haufen ist wirklich riesig. Kann Dino wirklich so einen großen Haufen machen? Und ich finde, der wurde hier auch ganz schön nachgebaut. Ich kann mal kurz eine Minifigur zum Größenvergleich dazu holen. Nehmen wir doch gleich mal hier die Ellie. Also ihr seht schon, so von den Größenverhältnissen ist der echt gelungen. Vielleicht ein bisschen zu groß. Also im Film war der auch... Ja, wobei, ich glaube, im Film war der sogar so hoch wie ein Mensch. Und ja, hier hat man das ebenfalls. Ich habe mich damals schon gefragt, kann Dino wirklich so einen großen Haufen machen? Ja, schwer zu sagen. Ich kann den Dino auch mal kurz zum Größenvergleich dazu holen. Also der Dino ist ja schon echt groß, aber ja, ich glaube, so einen großen Haufen kriegt er nicht ganz zusammen. Aber egal, ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Haufen dabei ist. Ich zeige euch den auch mal kurz von allen Seiten. Hier gibt es dann ja so ein bisschen Grünzeugs an den Seiten und vielleicht habt ihr den Frosch hier oben auch schon entdeckt. Ich habe jetzt schon alle Sets vorgestellt, bis auf das 4 Plus Set. Und in jedem Set war immer ein Frosch mit dabei und beim ersten Set habe ich mir noch gedacht, was soll der Frosch jetzt? Da hat er da irgendwas zu bedeuten. Aber da der jetzt in jedem Set mit dabei ist, ja, da finde ich es eigentlich ganz cool, weil die Dinos wurden ja geklont und die fehlende DNA von den Dinos wurde ja mit Frosch-DNA aufgefüllt und ich schätze mal, deswegen ist hier überall so ein Frosch mit dabei, hier dann in braun, passt natürlich dann zu dem Haufen. Und wenn wir mal in den Haufen reinschauen, also der Dino war ja krank, der hat ja irgendwas gegessen und hatte dann ja Bauchweh, deswegen kann man hier den oberen Teil vom Haufen abnehmen und da drin, da sind dann so, ja, so Kirschen oder sowas, die er dann wahrscheinlich gegessen hat und dann krank wurde. Das Fahrzeug ist für mich so das Highlight an dem Set. Ich mag das einfach richtig gerne. Ist schön nachgestellt worden. Ich mochte die Fahrzeuge halt auch im Film. Die haben eine tolle Farbkombination mit Gelb-Grün und dem roten Dach. Das sieht schon toll aus. Das Fahrzeug hat jetzt eine Länge von ca. 17 cm und eine Höhe von ungefähr 9 cm. Also das Fahrzeug ist auf jeden Fall schön gebaut worden, der Ford Explorer, man erkennt ihn auch gut wieder, hier vorne mit den ganzen Scheinwerfern, dann noch ja, so ein Bullenfänger, auch hier die Stoßstange und alles, ist wirklich schön gestaltet worden. Wir sehen hier auch schon mal den Vorderreifen und die Felge, das ist ein bedrucktes Teil und kein Aufkleber. Die Motorhaube wiederum, die ist dann mit einem Aufkleber versehen. Das finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm eigentlich, wenn man halt den Preis nicht wieder im Hinterkopf hätte. Da, ja, bei über 50 Euro hätte man das wahrscheinlich auch bedrucken können. Oder man denkt sich, warum hat man das dann nicht bedruckt? Aber ansonsten finde ich das halt gar nicht schlecht, weil ja, es ist halt noch ein paar mehr Details dann an das Fahrzeug bringt. Gerade hier mit dem Jurassic Park Zeichen, das ist schon echt cool. Auch hier von der Seite sieht man nochmal den Jurassic Park Schriftzug und hier vorne halt nochmal den T-Rex, also ja, das Zeichen vom Jurassic Park. Das ist schon echt cool gemacht, wie ich finde. Hier hinten sieht man auch nochmal die Fahrzeugnummer, also das Fahrzeug Nummer 4, auch das ist halt ein Aufkleber. Von hinten sieht man dann auch nochmal den Ford Explorer Schriftzug oder halt hier drüben das Ford-Zeichen und hier dann ja, der Name eben des Fahrzeugs, der Explorer. Zudem sieht man halt noch die Rückleuchten und nochmal das Nummernschild, ebenfalls nochmal mit der Fahrzeugnummer 4. Und von dieser Seite sieht das Fahrzeug eigentlich nochmal aus wie von der anderen Seite. Und wie gesagt, die Felgen, das sind immerhin bedruckte Teile. Der Ford Explorer ist ja dann auch das Fahrzeug, mit dem man dann die Tour durch den Jurassic Park macht. Deswegen hat er ja hier auch ein Glasdach, damit man eben auch oben rausgucken kann und die Dinos dann, die ja zum Beispiel der T-Rex oder der Brachiosaurus, richtig groß sind, dann auch beobachten kann. Und das wurde hier auch schön nachgestellt, auch hier hinten halt mit den ganzen Fenstern und so. Und das Dach kann man dann auch ganz leicht abnehmen. Dann kann man mal einen Blick in das Innere des Fahrzeugs werfen. Da drin ist nämlich auch ordentlich Platz, also 4 Minifiguren finden hier Platz. Dann hat man hier hinten noch so einen Kofferraum, da kann man dann noch ein bisschen Zubehör reinpacken, wie zum Beispiel die Schaufel von Ian Malcolm. Und hier vorne hat man natürlich ein Lenkrad, ich hole das mal ein bisschen näher ran, also ein Lenkrad für den Fahrer. Wobei die Fahrzeuge fahren ja eigentlich auf Schienen, also eigentlich braucht man da gar kein Lenkrad. Aber im Film war ja auch ein Lenkrad mit dabei, das dann noch mit so einer, ich glaube mit so einer Art Plexiglasscheibe abgedeckt war oder so. Und hier rechts, da hat man dann noch einen Monitor mit der Karte vom Jurassic Park und wo man sich gerade befindet. Auch das ist wieder ein Aufkleber.
Ja, was soll ich sagen? Meiner Meinung nach ist das Set wirklich cool. Aber der Preis, das ist halt so das einzige Manko. Finde ich ein bisschen schade, dass es halt so extrem teuer ist. Aber die ganzen neuen Jurassic Park Sets sind eigentlich recht teuer. Aber im Angebot, dann geht's so, finde ich, einigermaßen. Aber bei dem Set, naja, muss man dann natürlich immer selber überlegen. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu dem Set in die Kommentare. Hier links habe ich euch mal die Playlist verlinkt zu den anderen Jurassic Park Sets. Könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Und das war's dann mal soweit von mir. Macht's alle gut und ciao.